Ausgezeichnet. Der Tag ist endlich eingebrochen, angebrochen und wir können jetzt endlich loslegen, in den eisernen oder Eisenring vorzudringen. Wir müssen hier ein bisschen ruhig sein, sonst sehen die uns, glaube ich. Moment, ich habe da so eine Idee. Wir haben ja ein paar Fertigkeitspunkte bekommen. Und genau, wir können jetzt einfach mal den Schlag von oben lernen. So, weil ich glaube, der lohnt sich hier jetzt. Denn da unten haben wir Freunde. So. Smack! Ich übernehme den linken. Ganz gemütlich. So, die freuen sich hier in Keks. Scheinbar. Sie fühlen sich hier gerade mega sicher. Werden aber von uns ziemlich gut auseinandergenommen. So. Die anderen möchte ich auch noch ganz gerne looten. Ah, Heiltränke brauchen wir nicht. Haben wir noch? Aha, hier haben wir irgendwie so eine Tasche gefunden. Taschen sind gut. Die haben meistens ganz viel tollen Kram. Oh, wo kommt denn das alles her? Das nehmen wir natürlich alles. Oh, geil. Richtig viel Draht. Draht ist nämlich super für unseren Hochpräzisionsbogen. Was ist mit dem hier? Achso, das war der. Dann erzähl mir mal ein bisschen was. Okay, hab's verstanden. Beweg dich mal, damit ich da auch hochkomme. Sehr gut. Ein bisschen geduckt gehen. Blick auf die Lohe. Ring. Noch zwei. Nimm du den linken. Ich soll den linken nehmen. Dann nimmst du den rechten. Hab's verstanden. So, wir sneaken uns hier mal ein bisschen durch. Wenn das hier schon so eine Art Sneak-Mission ist. Und los geht's. Schmeck. Kann das nicht immer so laufen, dass ich irgendwie einen Kollegen habe, der mir einfach den Rücken frei hält? Das kann ich sicher noch gebrauchen. Ja, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir brauchen das bestimmt. Ah, ich erinnere mich. Das hier ist eine Stelle. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wahl. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. John Brüder, ich muss schnell zu der Lohe. Ich muss die Lohe entsinken, und zwar schnell. Von hier aus müsste ich die Lohe. Thank you.
Urmutter, siehe unseren Triumph! Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich gemutet bin? Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Aber wir haben es geschafft und es ging. Ich hatte vermutlich ein bisschen Glück im Unglück an der Stelle, muss man mal zugeben. Jetzt müssen wir hier einmal das ganze Lager plündern erstmal. Eigentlich wollte ich so richtig schön hier durch die Gegend sneaken. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Dann kommt so ein komischer Dude da einfach von der Rampe runter und ich dachte mir so, damned, der gesamte Plan, den ich mir jetzt überlegt habe und so weiter, ist jetzt richtig schön vereitelt worden. Meh. Riesengroßes Meh. So, ich dachte mir so, oh geil, wisst ihr, ich roll hier einfach runter, ich schnapp mir hier den ersten und dann krieche ich hier ganz gemütlich, ganz leise hier unten lang. Und dann sieht mich der Typ, der von hier oben runterspaziert kommt. So, hier haben wir eine ganze Menge noch, was wir uns krallen können. Ja, deswegen habe ich nämlich die ganze Zeit die Heiltränke genommen. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Weil die irgendwie alle ziemlich viele Heiltränke mit sich führen. Das bin ich irgendwie gar nicht aus solchen Spielen gewohnt. Macht wahrscheinlich der Easy Mode, daran wird es wahrscheinlich liegen. Beim Story Mode hätten die wahrscheinlich nicht mal mehr Schaden gemacht. Ja, tatsächlich, das Geld selber ist mir eigentlich, also die Scherben, was hier die Währung ist in diesem Spiel, ist mir eigentlich relativ uninteressant.
Was für mich interessant ist, sind dann eher solche Sachen wie, halt eben die Materialien zum... Jedenfalls bin ich jetzt wach. Bauen von neuen... von neuen Gegenständen. Wie Draht und so weiter. Vor allem die Drähte sind mir wichtig. So. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe hier ziemlich das gesamte Lager geplündert. Da hinten ist noch ein Wildschwein. So, was ist das denn hier? Lohbehälter. Achso, das war... Hier hat es Bums gemacht. Wunderbar. So, wir sind hier durch. Scheinbar. Wir haben diese Quest geschafft. Das heißt für uns jetzt, den gesamten Weg einmal wieder zurücklaufen. Achso, es gibt hier noch so einen anderen Pfad anscheinend. Den werde ich aber nicht einschlagen. Ich werde die schnelle Reise nehmen, denke ich. Ja. Ich werde einmal Schnellreise machen. Und dort ansetzen, wo wir heute angefangen haben. Um dann auch demnächst den Weg nach Meridian zu suchen. In der riesigen Hoffnung, dass wir da diesen Olim finden. Weil das sind natürlich mega viele Fragen, die da offen sind. Na, von wegen, wie sieht es eigentlich aus mit... Warum haben die mich gesehen? Wer bin ich? Warum? Wieso dieser Angriff auf die Nora? Das darf ja eigentlich nicht wahr sein. Und ja... Sowas halt. Viele Fragen, die offen sind. Unter anderem auch natürlich die wichtigste aller Fragen. Was ist mit der Menschheit passiert? Warum sind hier kaum noch Menschen unterwegs? Oder aus welchem Grund? War es ein Virus? War es, keine Ahnung, sind wir hier bei Terminator... Teil 617 gelandet oder so. Fragen über Fragen, keine Antworten darauf bisher. Wir wissen, dass die Leute sich zum Teil das Leben genommen haben. Also man hat es schon in dem ersten Bunker, in dem wir waren, haben wir es ja schon mitbekommen, dass da irgendwelche Medizin ausgeteilt wurde, dass sich Leute zusammen getroffen haben, um sich das Leben zu nehmen und solche Späßchen. Oh, Wildschwein. Das kann ich nicht töten. Das ist the almighty Wildschwein. Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Weise Worte. Gut, wir gehen hier aber nochmal zum Händler hoch. Hier oben war noch ein Händler. Eine weitere Frau bat sich in der Jägerloge. Oh, da hinten ist eine Vorratskiste. Die habe ich das letzte Mal auch nicht gesehen. Danke für die Scherben. Erstmal den Händler beklaut. So, ja, die Frage ist natürlich, was brauchen wir denn eigentlich alles? Was haben wir denn überhaupt alles? Wir haben im Inventar den Bogen. Wir könnten uns mal... wir haben Fallen und Tränke. Wir könnten uns ja mal eine Sprengfalle kaufen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, weil die können wir dann zumindest... ausrüsten, weil die sind ganz cool. Aber diese Osseram ziehen einen Moment, über den Tisch, wenn wir hatten auf. Davon sogar schon welche im Inventar. Glaube ich. Outfits, Munition, Fallen und Tränke. Ganz geil. Hätte ich nämlich das eher gewusst mit den Sprengfallen. Die sind nämlich bombastisch gut gegen diese Flammenwerfer-Viecher. Dann wäre es natürlich um einiges cooler gewesen. Was haben wir denn hier? Irgendwie Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Schatzkiste. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann brauchen wir das gar nicht, oder? Wir können mal kurz gucken, ob wir hier neue Waffen haben, die sie uns geben möchten. Rassler. Ich würde ganz gerne wissen, inwiefern der Kram... mir einen gewissen Bonus gibt. Weil ich meine, eigentlich haben wir ja Kram hier ausgerüstet. Wenn wir hier Kram ausgerüstet haben, wie zum Beispiel das gute Ding. Das macht 44 Waffenschaden. Der normale Bogen, den wir hier, der Kaja-Bogen
macht 19 mit einem normalen Pfeil. Der macht 25, klar, weil wir den aufgewertet haben. Logisch. 25. Also im Grunde müssen wir auf über 25 Schaden kommen und auf über 105. Erst dann lohnt es sich. Sprengschleuder, das ist bombastisch. 19 Schaden. Haben wir hier irgendwas, was ein bisschen mehr bringt? Schattenbogen. 15, 19 Schaden. Nee, ich glaube, das liefert nur bessere Aufbesserungspunkte. Dann brauchen wir das aber auch gar nicht. Schattenscharfschussbogen. No, nothing. Nee. Nichts, was wir hier brauchen. Dann machen wir meine Drohung wahr. Und wir gehen jetzt den Weg. Zu Fuß. Erstmal hier ein bisschen runterglitschen. Ah, hier musste ich gar nicht glitschen. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Und wir ziehen los. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Das sind wahre Worte. Aber wir machen hier einen kleinen Abstecher nach unten. Hier ist nämlich nochmal eine Brutstätte. Und ich glaube, wir nehmen hier gerade irgendwie den einerseits kürzeren, aber andererseits einen abenteuerlicheren Weg. Ja. So. Einmal hier runter. Dann da entlang. Wir werden wahrscheinlich hier jetzt gänzlich andere Gegner erwischen. Oder sehen. Es wird für uns jetzt ein ganz anderes Spiel ein ganz anderes Spiel werden. Ich bin mal gespannt, was für Kuriositäten jetzt auf uns warten werden. Aber wir kriegen zumindest hier schon mal ganz viele Heilkräuter. Das ist gut. Hier haben wir noch einen Fasan. Quatsch, ein Fasan. Truthahn. Oh, oh. Ich höre da Menschen schreien. Ist mir egal, ich will erstmal den hier. Oh. Kein Platz mehr. Ganz schlecht. Da vorne war wieder so eine krosse Krabbe. Und da sind auch noch ein paar krosse Krabben unterwegs. So. Wir helfen da mal mit. Nope. Du nicht. Oh. Okay. Oh, und hier sind wieder Flugflapflaps. Fuck. Nix. Wie weg hier. Nein! Roll dich in Sicherheit, Aloy! Jagen Sie mich. Ne, Sackgasse. Oh boy. Ne. Boah, wie lange will der denn noch hinterherlaufen? So, die große Frage, wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, da drüben ist irgendwas. Da drüben ist, keine Ahnung, irgendein Lager. Aber eigentlich wollte ich da unten hin. Ganz doof gelaufen für mich. Schon besser. Aber egal. Wir kommen da noch hin. Wir schaffen das. Irgendwie ist hier ein Pfad entlang. Achso, der führt mich wieder nach oben. Von da sind wir gekommen. Das ist blöd. So, aber da sind zwei Viecher, die sehen uns jetzt gerade nicht. Das sind die Flugflapflap-Dinger. Das kommt mir gelegen. Da unten. Oh.
suchen. Und das nicht zu knapp. Solange ich keine vernünftige Strategie habe, diese Flieger Dinger das wäre geschafft zu eliminieren, laufe ich lieber vor denen weg und versuche mir hier irgendwie einen sichereren Weg zu suchen. Uff, okay. Sandige Stürme, die hier lang ziehen. Wie weit ist es noch? Okay, es ist gar nicht mehr so weit. Schauen wir mal. Ah, Wildschweine, Füchse, alles ist gut. Dann haben wir noch Truthähne. Was ist das? Nicht identifiziertes Signal. Leistungsstarker Prozessorkern unbekannter Machart. Ursprung in der Nähe. Na, das ist dann jetzt natürlich super atmosphärisch, würde ich mal behaupten. Jetzt hier mit dem ganzen Sandsturm und drumherum. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, wir jagen dem Fuchs nochmal hinterher. Keine gute Idee. Gerade noch rechtzeitig erkannt, dass da etwas Böses auf uns lungert. Ein Lagerfeuer entdeckt. Wo ist es denn? Da ist es. Das heißt, wir sind echt schon unglaublich nah an dem Punkt, zu dem wir hin wollten. Zu dieser nächsten Brutstätte. Hier einmal kurz abspeichern. Dann haben wir hier auch den Schnellweg. Jetzt muss ich hier diesen Weg entlang. Einfach mal hoch. Natürlich wird das Ding wieder von ganz vielen Wächtern und dergleichen bewacht. Brutstätte Roh. Da haben wir hohes Gras, glaube ich. Das sieht nach hohem Gras aus. Das ist gut. Das wird zu schwer. Okay, hier sind anscheinend sehr viele schon gestorben. Ich nehme mal den langen Bogen. Und... jawohl, ein Schuss funktioniert. So, der hat schon... oh, die haben mich zu... die haben beide... haben sie mich schon gesehen. Das macht aber nichts. Versuche mich hier ein bisschen verdeckt zu halten. Sobald sich einer umdreht, schnappe ich ihn mir einfach aus dem Hinterhalt. Oder schnappe ich es mir jetzt? Das sind nur Wächter, ne, die wir hier haben. Ja, die können nichts. So. Ach komm, das war eigentlich ein stiller Schlag, das wisst ihr. Wow. Moment. Irgendwas war hier noch anders. Die jagen mich gewaltig weit. So. So braucht ihr mir hier nicht ankommen. Zack. Euch habe ich. Das wirkte gerade so, als ob ich hier von irgendwo anders noch getroffen wurde. Sag ich doch. Hier war noch mehr im Busch. Fuck. Okay, das macht nichts. Glaube ich. Der ist nicht schnell genug bei mir, der dreht gleich ab. Nutzen mal ein bisschen die Zeit, um uns hier nochmal ein bisschen zu verstecken. Ne, der zieht ab. Sehr gut.
Das sollte er auch. Sonst hätte ich ihm richtig eine gegeben. Aber richtig so. So, eben mal schnell. Kram sammeln. Von wo? Können mich doch nicht riechen. Das sind Maschinen. Das wäre ja seltsam, wenn die riechen könnten. Ah. Okay. Das sieht hier ein bisschen seltsam aus. Okay, alles klar. Ich dachte gerade, wie komme ich denn darüber? Aber jetzt sehe ich's. Hier ist ein kleiner Gang. Mit dem scheine ich wohl einen Eingang zu finden. Was haben wir denn hier? Heilende Salben. Das brauche ich. Tatsächlich brauche ich das wirklich. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Oh, das ist tief. Das ist richtig tief. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier irgendwo runterrasseln. Einmal abseilen. Ja, ja, sie macht hier so einen geilen Action-Move. Okay. Da entlang. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Maschinenöl oder so. Das sieht mir nicht aus. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Ein gemütlicher Weg. Was für ein Jammer. Das möchte ich nicht berühren. Muss ich mich ja danach waschen oder so. Ist ja widerlich. Okay, hier gibt es eine Höhle. Und die ist gut beleuchtet. Das ist ein bisschen seltsam. Weil warum sollten diese Höhlen beleuchtet sein? War das hier irgendwie so ein Expeditionsweg oder so? Keine Ahnung. Wir waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich reicht das. Okay. Hier sind wir bei der Brutstätte, Roh, endlich angekommen. Ich gönne mir erstmal ein Schlückchen Kaffee und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Trollolol, bis denn.